Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Battle Play Pokémon XY Online Kämpfe. Heute haben wir endlich die Revanche von Julian Enkirch. Wir haben ja im letzten Part schon gegen ihn gekämpft. Und da hat er ja leider verloren und deswegen wollte er jetzt unbedingt eine Revanche haben. Mit genau demselben Team. Und natürlich ist der Kampf ebenfalls vom 10.10. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit unseren Teams an. Also gut, sein Team ist eigentlich genau dasselbe wie vorher. Also nur in einer anderen Reihenfolge, weil er mit einem anderen Pokémon anfängt. Ich habe da komplett umgestellt, ein paar Pokémon aus niederen Tiers mitgenommen und auch das, was ich angekündigt habe, vielleicht seht ihr es schon, ich lese mal vor. Wir haben hier Elektroball, Arcani, Roshanna, Alabis, Pandir und Zirphins. Man geht natürlich mit Panferno, Cherox, Monagora, Staraptor, Demeteros und Galagladi. Zielpunkte. Das Pokémon, was ich angekündigt hatte, war natürlich Pandir. Das kleine Normal-Pokémon, was man so eigentlich nie online-fähig sieht. Weil man es eigentlich kaum benutzen könnte. So vom Typ her und von den Werten her würde man sagen, ja, so stark ist das nicht. Aber mit der richtigen Taktik kann es einiges an Schaden machen. Na, zu dieser Taktik habe ich jetzt nicht viel sagen können, weil nicht wirklich viel passiert ist in der Hinsicht. Aber egal, ihr werdet sehen, was Pandir noch in diesem Kampf reißt, falls überhaupt. Und dann, ja, bin ich gespannt, wie die Revanche von Julian ausgeht. Ihr habt gesehen, er fängt mit Panferno an. Ich mit Elektroball. Und ich fand es eigentlich ein ganz guter Start. Wenn ich Elektroball dabei habe, fange ich eigentlich immer mit ihm an, um möglichst den Gegner zu paralysieren. Wobei ich mir hätte denken können, wenn jetzt Panferno rausholt und das Elektroball sieht, wechselt er aber auch bestimmt auf Demeteros. Aber ich habe es trotzdem probiert und es hat funktioniert. Er lässt sein Panferno paralysieren durch die Donnerwelle und nun bin ich definitiv schneller, das war ich auch schon vorher. Und er kriegt gleich die Vollpaare ab, also in diesem Fall hat er leider ziemlich Pech gehabt. Und deswegen wechselt er jetzt auch aus. Die Frage ist, worauf wechselt er? Demeteros? Nein, der wechselt auf Monagoras, was ich sehr komisch fand. Also, vermutlich wollte er die Tarnsteine rausholen. Ich mache derweil einen Voltwechsel. Weil ich dachte, jetzt muss er doch auf Demeteros wechseln. Das hält alles von mir aus. Weil ich habe nur Elektroattacken auf Elektroball drauf. Aber egal. Ihr habt nur Monagoras draußen. Ich wechsle auf Bongo Bongo, mein Zwölfens, was der physisch so viel aushalten kann, wie ihr wisst. Und er wechselt gleich wieder aus. Ich frage mich, ob wechselt er auf seinen Cherox in diesem Fall. Er hat ja immer noch seine sechs physischen Sweeper dabei. Und mein Zwirfens hat sein Irrlicht dabei. Das heißt, ich habe mit Zwirfens gleich eine wunderbare Waffe gegen alle seine sechs Pokémon. Denn was richtig Effektives hatte eigentlich nicht von ihren Attacken her. Selbst so ein Cherox könnte mir da nicht wirklich viel machen. Vor allem vom gelegenen Moveset her, was er sonst immer mitbringt. Ne, Käferattacken, Stahlattacken. Aber Cherox hat einen Nachthieb dabei. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Und trotzdem macht das relativ wenig Schaden, wie ihr seht. Und ich kann derweil noch einen Delegator raushauen. So dass ich umso mehr KP verliere, dass mein Leitheiler umso mehr dann bringt. Das ist die eigentliche Taktik dann mit meinem Ziffins, dass ich meinen Delegator raushole, sodass ich dann erfolgreich meinen Leitheiler rausbringen kann. Und jetzt finde ich es gut, dass er rauswechselt. Das heißt, er wechselt auf jeden Fall in ein Pokémon, was noch volle KP hat. Das heißt, mein Leitheiler, den ich jetzt rausbringen wollte, der bringt umso mehr als gegen seinen Cherox, was ja schon ein bisschen was durchs Irrlicht verloren hat. Natürlich, Mundagoras hat auch schon ein bisschen was verloren durch den Voltwechsel, aber hatte trotzdem noch mehr als seinen Cherox, meine ich. Und umso mehr KP kriege ich dann rein. Jetzt hat der Monagoras, das könnte natürlich einen Knirscher drauf haben. Aber nein, er holt jetzt erstmal die Tarnsteine raus, die er eben nicht hatte rausholen können. Und ich mache derweil ein Irrlicht. Das heißt, auch ein Knirscher wird mir nicht viel machen. Ich habe sowieso noch meinen Delegator vor mir. Das heißt, ich bin im Moment ziemlich sicher, dass ich da nicht so schnell meinen Zwiffens verliere, was ja sehr wichtig ist als Wall. Und ich denke mir, das Einzige, was ich jetzt noch sinnvollerweise machen könnte, wäre ein Schattenstoß. Also nochmal offensiv reinhauen. Noch ein bisschen Schaden machen. Monagoras hat natürlich eine ganz gute Verteidigung und er scheint den Knirscher nicht dabei zu haben. Deswegen macht er ja die Drachenklaue. Und ich stecke ihn trotzdem noch weg, wegen der Verbrennung. Da sieht man mal, wie viel man so ein Zwirfens aushalten kann. Selbst so ein Step-Drachenklaue-Angriff kann er nicht wirklich viel machen. Und jetzt kommt sein Staraptor raus. Sehr gute Idee eigentlich, weil mein Schattenstoß kann er nicht wirklich viel machen. Ich wechsle diesen Fall jetzt auch aus, weil ich meinen... weil ich dachte, ich könnte Elektroball jetzt noch einsetzen, weil... So viel bringt mir Elektroball jetzt auch nicht mehr in den Kampf bei den sechs Pokémon. Deswegen hole ich Elektroball raus. Das ist auch schneller als das Staraptor. Und dadurch kann ich das auch finishen. Dadurch ging es auf jeden Fall schneller, als durch Zwirfens irgendwie runter zu stallen. Er hätte mir nicht viel mit Schattenstoß gebracht, leider. Aber egal. Denn jetzt kommt erstmal mein Alabis raus. Das ist natürlich dafür da, ein Hausbruch weiter zu passen, wenn es dazu kommt. Das Problem ist, es hat natürlich noch sein Galagladi dabei. Und so eine Laubkringe möchte ich da nicht abkriegen. Deswegen wechsle ich gleich wieder aus. Und zwar auf Zwiffens zurück. Und das kann eine Laubklinge abkriegen.
und alles weitere auch gerne, denn Galagladi hat im Movepool generell nicht Attacken drauf, die 12 Schaden machen können, außer ein Nachthieb wie von Xerox zum Beispiel. Aber das ist nicht so geläufig. So ein Laubklinge macht tatsächlich viel Schaden, aber das hätte mit einer weiteren Laubklinge nicht ausgereicht. Das heißt, ich könnte jetzt wunderbar einen Lightheiler machen. Einen sicheren natürlich. Weil eine Attacke nicht ausgereicht hätte von Galagladi. Und egal was er einwechselt, das kriegt ordentlich Schaden durch den Lightheiler. Und ich bin schon fast wieder voll. So, Demeteros ist draußen. Jetzt kommt der Steinhagel. Ich bin mir sicher, das wird nicht wirklich viel Schaden machen. Ist kein Stab. Ich bin defensiv und kann noch ein Irrlicht rausholen. Aber nein, ich schrecke zurück. Das war Flinch Nummer 1. Ja, warum sage ich Flinch Nummer 1? Weil so gleich der Flinch Nummer 2 kommt. Nun kommt der dritte Steinhagel und ja, so langsam denke ich mal, jetzt muss ich doch durchkommen mit meinem Irrlicht. Flinch Nummer 3. Also bei diesem dritten Angriff hätte ich jetzt wiederum auf meinen Lightheiler zurückgegriffen, weil ich schon wieder so viel KP verloren hatte, aber es hat sich nicht mehr gelohnt, noch drin zu bleiben. Denn ich war mir sicher, noch ein weiterer Steinhagel hätte jetzt dann gereicht, aber mit meinem Qual kann ich dann das Ganze abwehren, glücklicherweise. Das heißt, die Hacks sind mal wieder gegen mich gewesen, aber eben haben sie sich wieder bedankt, dadurch, dass ich den einen Steinhagel abwehren konnte. Er macht jetzt Erholung mit Marunbeere gepaart. Eine sehr interessante Kombination bei einem Demeteros, habe ich noch nie gesehen. Ich mache dabei meinen Hausbruch und erhöhe Angriff, Spezialangriff und meine Initiative. Ich habe ja noch einen Schluckhaut drauf, das heißt, die gesenkten Verteidigungswerte sind wieder hergestellt. Und ich mache derweil noch eine Eisenabwehr, weil ich mir dachte, Steinhagel und so weiter, könnte ich noch alles noch abwehren? Vor allem, da ich jetzt durch den Hausbruch ja schneller bin, konnte ich ja auch einen Eisenabwehr locker rausholen. Da ich das so gut weggesteckt habe, dachte ich mir, ich hole noch einen zweiten raus. Das heißt, meine Verteidigung ist jetzt verdreifacht und Angriff, Spezialangriff und Initiative verdoppelt. Also, das sind Werte, die ich gerne sehe, aber jetzt kommt der Crit. Damit hätte ich auf jeden Fall rechnen können, dass der jetzt kommt, durch meine Verteidigungsboost durchgeht, aber natürlich überlebe ich das noch. Und jetzt kommt Galagladi wieder raus. Und das muss ich jetzt ausnutzen und jetzt mit Staffette meinen Boost weiter passen. Und am besten eignet sich da immer noch mein El Rojo, also mein Arcani. Denn Pandy hat ja nicht wirklich viel gemacht als Normal-Pokémon. Rosana hat auch nicht mehr viel überlebt, vor allen Dingen durch die Tarnsteine. Und da dachte ich mir, ein Arcani ist immer noch am besten mit dem, ja, mit Flammenblitz und so weiter. Nahkampf macht nicht viel, weil ich ja immerhin meine verdreifachte Verteidigung habe. Und Rosana hätte nicht viel machen können, übrigens durch den Patronium von Xerox, der mit Sicherheit gekommen wäre. Das hätte dann auch ausgereicht, vermutlich, weil Rosanas Verteidigung ist nicht so super, auch durch die verdreifachte Stärkung durch den Eisenabwehr. Hätte das wahrscheinlich nicht ausgereicht. Auf jeden Fall ist jetzt Galagladi besiegt durch meinen erhöhten Angriff und das Lebenorb. Und den Lebenorb reicht es auf jeden Fall aus. Ich krieg nochmal einen Bedroher rein. Der war mir jetzt nicht so wichtig, dachte ich. Aber so ein Turbo-Tempo reicht auch dann nicht aus. Weil ich sagen muss, Flammenblitz hätte nicht viel gemacht. Okay, es wäre neutral gewesen. Das ist mir in dem Fall nicht aufgefallen, dass das neutral auf Boden ist. Das wusste ich nicht. Das hätte mehr Sinn gemacht als Turbo-Tempo. Und das war mein Fehler in diesem Fall. Hätte ich Flammenblitz gemacht, dann wäre Demeteros weg gewesen. Und es wäre neutral gewesen. Also, naja, wie auch immer. Ich hole jetzt Alabas raus. Eigentlich eher, um hier ein bisschen zu scouten. Und einen Death-Holder dabei zu haben. Er wechselt dabei aus, was ich ganz gut fand mit der Kehrtwende. Denn jetzt muss er zuerst sein Pokémon rausholen und ich kann dann darauf antworten, indem ich dann mein Pokémon raushole. Jetzt kommt er mit seinem verbrannten Xerox und ich habe ja noch eine gute Antwort drauf, Gott sei Dank. Und die nennt sich Hedgehog. Das ist ja immer noch da und ich bin schneller, wenn er nicht Patronenhieb einsetzt. Aber Patronenhieb ist natürlich nicht so effektiv und es ist immer noch ein verbranntes Xerox. Und dieser Schaden lässt sich sehen. Ja, da sieht man mal, dass so ein Mega-Xerox dann doch nicht so viel machen kann an einem Elektroball, was gar nicht mal so eine gute Verteidigung hat. Naja, ich mache jetzt einen Elektroball, weil ich natürlich vom Basewert her schneller bin als Xerox. Und jetzt wechselt er aus, und zwar auf seinen Fire Monkey. Das ist genau das Matchup von Anfang, wie ihr euch erinnern könnt. Und ich mache wieder einen Elektroball, was jetzt nicht so viel Schaden machen würde, auch wenn es paralysiert ist. Na gut, es reicht so, dass ich immerhin das Panferno auf 1 KP runterkriege. Ich habe nachgefragt, es hat tatsächlich 1 KP gereicht, sonst, um das Ding zu finishen. Panferno ist natürlich sehr, sehr schnell, das heißt, trotz der Paralyse hat es deswegen nicht ausgereicht, aber egal. Elektroball ist jetzt schön am Finishen hier, weil Panferno leider zu langsam war, natürlich wegen der Paralyse und Monagoras erst recht. Und durch den Voltwechsel kann ich dann jetzt auch meinen Hedgehog rauswechseln, aber natürlich kommt jetzt der große Auftritt meines Pandias, was hier früh durch die Gegend taumelt. Er hat jetzt nur noch 2 Pokémon.
Und das sind Demeteros und noch eins, ich hab's vergessen, glaube ich. Cherox war es, okay. Cherox war es, das ist aber schon so gut wie besiegt. Es hat zwar ein Patronenhieb, aber ich habe den Tiefschlag dabei. Und das reicht dann aus für Cherox. Somit kriegt Pandir schon mal den ersten Kill. Und jetzt fehlt nur noch sein Demeteros. Das kann nicht großartig noch was gegen Pandir machen. Denn das ist eigentlich schon wieder voll durch seine Überreste. Und ja, was will er machen eigentlich? Er hat nichts wirklich mehr. Er hat jetzt noch den Bedroher, klar. Aber tja, ich habe wie gesagt immer noch den Tiefschlag. Der macht trotzdem noch viel Schaden. Ich ziehe ihm noch ungefähr ein bisschen was ab. Jetzt kommt der Steinhagel, der kann nicht flinchen, da ich ja schneller bin als Demeteros. Macht uns guten Schaden, aber wie gesagt, der Tiefschlag ist auf meiner Seite. Er ist auf keinen Fall schneller als ich und damit kann ich mit einem letzten Tiefschlag dann den Kampf beenden. Und Pandir hat hier seinen großen Auftritt gehabt und zwei Kills gehabt. Ich muss schon sagen, Pandir damit doch eine ganz große Leistung gehabt. Die eigentliche Taktik mit Pandir ist eigentlich, dass ich mit Fuchtler angreife. Das ist ja ungefähr die gleiche Attacke wie Wutanfall oder Blättertanz, dass ich zwei oder dreimal angreife mit dem Fuchtler mit 120 Stärke und auch noch Stab. Und dass ich mich dann verwirre. Allerdings hat mein Pandir ja die Fähigkeit Tempomacher, das heißt, es kann nicht verwirrt werden. Somit mache ich dann meinen Fuchtler, soweit ich eben kann, und dann werde ich trotzdem nicht verwirrt. Das ist die eigentliche Taktik von Pandir. Aber die muss ich ja in diesem Fall nicht einsetzen. Da hat ein Tiefschlag gereicht. Egal, meine Lieben, die Revanche ging leider auch an mich. Trotz meiner anderen Pokémon, die hier in den unteren Tiefs zu finden sind. Egal. Mir hat der Kampf trotzdem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du wirst mich dann irgendwann nochmal herausfordern. Vielleicht dann mit einem anderen Team, was ausgewogener ist und nicht mit sechs physischen Sweepern kommt. Wir werden sehen. Auf jeden Fall hatte ich hier viel Spaß im Kampf. Gerade mit Pandia, was ja seinen ersten Auftritt hatte heute. Und ein Daumen hoch für Pandir wäre doch hier sehr angebracht, muss ich sagen, denn das hat's verdient. Und vielleicht sehen wir dieses Pandir noch irgendwann wieder. Wer wär's? Wer weiß, meine ich. Gut, meine Lieben, das war's für heute. Im nächsten Part geht's dann weiter gegen einen anderen Herausforderer. Bis dann und auf Wiedersehen!